Hallo und guten Abend. Im Namen der Heinrich-Böll-Stiftung möchte ich Sie ganz herzlich hier zu dieser Veranstaltung begrüßen. Und ich begrüße auch die Leute, die uns heute Abend per Livestream zusehen, und zwar per Livestream sowohl über die Webseite als auch per Facebook. Und da wir das Ganze auf Portugiesisch und in zwei Kanälen auf Portugiesisch und auf Deutsch machen, werden uns möglicherweise auch aus Brasilien Leute zugucken, zuhören, zugucken, und die begrüße ich ganz, ganz herzlich hier. Vielleicht mal einen dicken Applaus für unsere Companheiros, Companheiras in Brasilien. Diese Veranstaltung heute ist Teil einer Veranstaltungsreihe, einer dreiteiligen Veranstaltungsreihe, die insgesamt 5 Organisationen, nämlich die 3 politischen Stiftungen, die Friedrich-Ebert-Stiftung, die Rosa-Luxemburg-Stiftung, die Heinrich-Böll-Stiftung, das FDCL, Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika, und die Stiftung Umverteilen gemeinsam durchführen. Wir haben zu dieser für uns ja nicht ganz gewöhnlichen Maßnahme gegriffen, weil uns die Situation, die Entwicklung in Brasilien zutiefst beunruhigen. Das heißt, wir sehen wirklich mit großer Sorge, was in Brasilien gerade mit der Demokratie passiert. Und wir wollten hier Öffentlichkeit herstellen, wir wollten auch ein Zeichen setzen, ein gemeinsames Zeichen setzen und deutlich machen, wie großer Sorge wir genau verfolgen, was in Brasilien gerade passiert. Die erste Veranstaltung, die die Ebert-Stiftung durchgeführt hat, kurz vor dem ersten Wahlgang, hatte ja das Thema Polarisierung der Gesellschaft, die starke Polarisierung. Da gab es noch ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht nicht so schlimm kommt, wie man befürchtet. Nun gab es den ersten Wahlgang, und mit den 46%, die Bolsonaro bekommen hat, haben sich eigentlich die schlimmsten Befürchtungen schon erfüllt, sind schon eingetreten. Man muss sagen, dass einfach mit Bolsonaro von 46% der Wählerinnen und Wähler ein Kandidat erstmal Zustimmung bekommen hat, der ganz offen als Antidemokrat auftritt. Wir wissen, dass der Menschenrechte missachtet, oder der Menschenrechte missachtet, der homophob, sexistisch und was man sich alles vorstellen kann, auftritt und irgendwie kein gutes Gefühl für die Zukunft von Brasilien hinterlässt, wenn er Präsident werden sollte. Leider geht er ja im Augenblick als Favorit in den nächsten Wahlgang, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Das heißt, wir hoffen wirklich, dass sich doch noch viele Leute in Brasilien ihre Wahlentscheidungen noch mal überlegen und zur Wahl gehen oder auch sich genau überlegen, wen sie eigentlich wählen. Wir werden dann am 9. November den Abschluss dieser Reihe machen mit einer Veranstaltung, die die Rosa-Luxemburg-Stiftung organisieren wird und wo es dann noch mal nach der Wahl, eben nach der endgültigen Wahl, auch noch mal die Möglichkeit gibt zu reflektieren, was ist da eigentlich passiert und vor allen Dingen, was heißt das auch für die Zukunft. Das heißt, auch hier seien Sie herzlich eingeladen, auch das zu verfolgen. Heute Abend haben wir hier für diese Diskussion 2 sehr spannende, tolle Gäste aus Brasilien zu Gast, nämlich Eliane Brum und Itamar Silva. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei denen bedanken, dass sie nun in diesen Zeiten, in diesen spannenden Zeiten auch nach Deutschland gekommen sind, und um einfach hier noch Öffentlichkeit zu schaffen. Ich habe im Gespräch gestern mit den beiden hatten Sie nochmal gesagt, dass es Ihnen einerseits auch darum geht, wirklich hier nochmal in Deutschland auch zu sensibilisieren, deutlich zu machen, dass unbedingt die Unterstützung, die Solidarität aus Deutschland auch erforderlich ist. Die waren heute im Bundestag bei Abgeordneten, und auch dort gibt es eine große Sorge über das, und ich glaube, einige Abgeordnete wollen auch versuchen, eine öffentliche Erklärung zu machen nochmal und darin ihre Besorgnis über die Entwicklung in Brasilien auch zum Ausdruck zu bringen. Und das andere ist eine Herausforderung, die sich vielleicht uns auch heute Abend hier noch stellt, weil Sie auch noch gesagt haben, Sie sind selber ein bisschen ratlos. Wie soll es weitergehen? Was kann man machen? Und erhoffen sich von dieser Reise vielleicht auch noch ein paar Anregungen, ein paar Punkte, die Sie zum Nachdenken bringen, wie Sie eigentlich mit dieser aktuellen Situation jetzt hier umgehen können. Ich möchte nicht versprechen, dass wir das leisten können, aber ein Versuch ist es ja wert, dass wir mit unseren Fragen, unseren Kommentaren da vielleicht zumindest aber sowas wie Zuversicht und Mut zu sprechen können. Die Moderation heute Abend übernimmt Thomas Fatheuer. Thomas Fatheuer ist ein langjähriger Brasilienkenner, war auch mal Büroleiter der Heinrich-Böll-Stiftung, und ansonsten ist er, glaube ich, sehr, sehr vielen von Ihnen hier bekannt.
Und dem gebe ich jetzt das Mikro, damit er uns unsere beiden Gäste dann näher vorstellt und uns dann auch durch den heutigen Abend führt. Vielen Dank. Ja, schönen guten Abend nochmal auch von meiner Seite für alle, die gekommen sind. Ich freue mich, dass der Saal voll ist. Ich glaube, es gibt großes Interesse an den Debatten. Alle, die hier im Saal wissen, worum es geht. Auch die deutsche Presse hat in der letzten Zeit sehr viel geschrieben über die Entwicklung in Brasilien, über Bolsonaro, über die Gefahr, die Ingrid gerade schon benannt hat, dass ein extremer rechtsradikaler Kandidat es sind doch ein paar Plätze frei geworden jetzt hier vorne, ne? Aber also die Leute, die stehen, jetzt sind noch 2, 3 Plätze hier vorne frei. Ich freue mich, dass es so voll ist und dass wir diese beiden sehr, glaube ich, sehr wichtigen und interessanten Gäste aus Brasilien hier einladen konnten, dass sie es geschafft haben, trotz der ganzen Entwicklung in Brasilien hierher zu kommen. Und ich möchte erst zu meiner Rechten Eliane Brum, von mir aus gesehen, Rechten von euch in der Linken, Eliane Brum vorstellen, eine der renommiertesten brasilianischen Journalistinnen, vielen bekannt durch ihre Kolumne in El País, Brasil, in der brasilianischen Ausgabe von El País, aber auch aus vielen anderen Artikeln, zum Beispiel The Guardian. Es ist auch jüngst ein Artikel von ihr in den Blättern für deutsche internationale Politik auf Deutsch erschienen, ein sehr langer Artikel. Also das kann man auch über das Internet finden und nachlesen, wenn Sie ihr heute nochmal neugierig seid, mehr von ihr zu lesen. Eliane lebt in Altamira, in der Amazonasregion, am Xingu-Fluss im Augenblick und verfolgt dort die Konsequenzen des Staudamms über Belo Monte. Ich glaube, viele von euch, Ihnen kennen sie auch über ihre großartigen Reportagen, über das, was rund um Belo Monte und diesen Megastaudamm Amazonas passiert ist. Aber sie arbeitet auch in der Peripherie von São Paulo, also hat vielseitige Themen bearbeitet, mit sehr viel über Emphase auch die Fragen Amazonas, Entwicklung, Umwelt in Brasilien. Auf der anderen Seite, der Linken von mir, von euch auf der rechten Seite, sitzt Itamar Silva, auch, glaube ich, auch einigen schon bekannt. Er war vor 2 Jahren, haben wir gerade noch mal überlegt, auch schon hier in Deutschland, in Berlin. Ne? Hatten sehr, sehr intensive Diskussionen mit ihm. Damals mussten gerade den Putsch, die Amtsenthebung von Dilma Rousseff verarbeiten, analysieren. Wir hätten uns, glaube ich, nicht gedacht, dass wir innerhalb von 2 Jahren uns wiedersehen und jetzt einen möglichen Wahlsieg von Jair Bolsonaro verarbeiten müssen. Itamar ist Direktor der brasilianischen NGO IBASI, einer der traditionsreichsten und wichtigsten NGOs in Brasilien. Aber er ist zu IBASI gekommen über seine Aktivitäten als Favela-Aktivist. Er ist ein Aktivist, der zu einer NGO gekommen ist und nicht jemand, der aus den NGOs einfach nur kommt. Nach wie vor als Aktivist tätig. Und ich möchte gleich jetzt die erste Frage, ich glaube, wir wollen alle möglichst schnell zu unseren brasilianischen Gästen kommen und Ihnen zuhören, die erste Frage an Itamar stellen. Ne? Ja, jetzt werde ich auf Portugiesisch wechseln, weil ich die Fragen direkt an die Referentin dann auf Portugiesisch formulieren werde. Itamar, aus daqui em Berlin, was ist das so ein dramatisches? Itamar, aktuell erlebt dein Land eine dramatische Situation und wir fragen uns, wie kann es sein, dass es zu so etwas kommt? Wie kann es nach so vielen Jahren der Regierung der PT und Lula, Dilma Rousseff, wie kann es nun also dazu kommen, dass Bolsonaro bei den Wahlumfragen vorne liegt? Wie erklären Sie sich das? Das ist eine ganz einfache Frage, natürlich. Ich wünsche allen einen schönen guten Abend. Nun, es ist natürlich klar, dass ich hier jetzt den Ball zugespielt bekomme.
Es ist wirklich interessant, heute hier in Berlin zu sein, 2 Jahre nachdem ich schon hier war, wo wir den Putsch diskutiert hatten und gesagt haben, ist es ein Putsch oder ist es kein Putsch? Es gab dazu unterschiedliche Meinungen. Aber leider erleben wir jetzt, dass sich die ganze Lage noch vertieft. Und wir können jetzt also sagen, dass die Analyse damals niemals darauf gekommen wäre, dass wir heute in solch einer Situation uns befinden würden, dass die Situation sich so stark verschlimmert. Wir in Brasilien, wir Aktivisten, sind natürlich erschrocken über diese Entwicklung. Wir haben auch nicht die Antworten auf diese ganzen Fragen, die sich uns stellen. Wir können also nur zurückschauen. Ich denke, es gibt diesen Zeitpunkt 2013, als es zu unterschiedlichen Bewegungen kam, die vielleicht von der Regierung der PT nicht richtig verstanden wurden, die von der Linken generell nicht richtig verstanden wurden. Und es kam zu einer Spaltung. Sie und wir, das ist eine Entwicklung gewesen, die sehr stark war und die Gesellschaft gespalten hat. Als es dann schließlich zur Amtsenthebung kam und zur Regierung Thema. Und sowieso dieser ganze Aufbau dieses Putsches war darauf ausgerichtet, die Regierung der PT zu beenden. Dahinter steckte die Elite. Doch diese ganze Entwicklung war nicht unbedingt effektiv. Also sie ist nicht so ausgegangen, wie sie angedacht war. Denn es sind auch andere Parteien verschwunden, die PSDB zum Beispiel. Die PSDB hat also in dieser Wahl die stärksten Verluste eingeschrieben. Sie haben es nicht geschafft, Alckmin ihren Kandidaten über 4% in den Wahlumfragen zu bringen. Das war also das Ergebnis und es war eine große Überraschung. Die größte Überraschung war sicherlich ein Präsidentschaftskandidat der Ultrarechten, der so viel an Popularität gewinnen konnte, wie er das getan hat. 30% hatte er in den Wahlumfragen erreicht für die erste Wahlrunde und man sagte, das ist das Höchste, was er erreichen wird. Doch dann ist quasi ein Messer gefallen vom Himmel und es kam zu diesem Messerangriff auf Bolsonaro. Und danach war ganz klar, dass wir nicht nur mit einem Wahlkampf zu tun hatten, der nicht etwa rational war, sondern mit einem Wahlkampf, der auch nichts mit den Debatten, nichts mit ernsthaften Vorschlägen für unser Land zu tun hatte. Bolsonaro hat kein tiefgreifenderes Programm, was er zum Beispiel den Unternehmern oder der Elite vorschlägt. Es gab also eine große Debatte darüber, welche Fehler die PT alle gemacht hat, die es nicht geschafft hat, zum Beispiel eine starke linke Kraft aufzubauen. Doch darin hat man sich verfangen. In der ersten Wahlrunde gab es durchaus einige Alternativen. Man hätte zum Beispiel auch Marina da Silva wählen können oder andere Politiker, die zur Wahl standen. Dennoch ist dies nicht geschehen. Bolsonaro wurde gewählt als eine Art der Kritik gegenüber der Linken, gegenüber der PT, die konservative Meinungen, faschistische Meinungen stehen diesem Projekt der PT nämlich am stärksten entgegen. Im Wahlkampf von Bolsonaro ging es vor allem um öffentliche Sicherheit, es ging um Gewalt und auch die Militarisierung unseres Landes.
Rio de Janeiro ist zum Beispiel ein Ort, wo dieser Diskurs von Bolsonaro schon sehr starke Auswirkungen hatte. Der Justizminister zum Beispiel hat bereits diesen Diskurs vorbereitet, dass das Militär quasi die Rettung ist, denn die Polizei ist korrupt und gewalttätig. Deswegen ist das Militär die Lösung für unsere Probleme. So wurde es gesagt und so wurde auch der Weg für eine Narrative geöffnet, dass man das Militär wieder in die Stadt hineingeführt hat, sozusagen. Diese Möglichkeit wurde überhaupt erst wieder erwogen. Und so hat Bolsonaro seinen Diskurs weitergeführt und hat das Militär noch sehr viel stärker integriert. Es ging dabei vor allem darum, die Kriminellen, die Gewalt zu bekämpfen. Doch seine Meinung gegen Schwarze, gegen Homosexuelle und auch seine Äußerung gegenüber Frauen sind erschreckend. Das ist ein sehr expliziter Diskurs, den Bolsonaro führt. Er hat niemals seine Meinung versucht zu verdecken oder zu schönen. In Brasilien, also ein Land, von dem man dachte, dass es vielleicht ein freundliches Land ist, fragt man sich doch nun, wie kann es sein, dass ein solches Land so einen Diskurs erlaubt und dass solch ein Diskurs auch noch weiterentwickelt wird und dass dann schließlich aus diesem Diskurs tatsächlich auch eine Realität wird. Das ist selbst für mich erschreckend, nicht nur für euch. Die brasilianische Bevölkerung hat sehr viel mehr Vorurteile, als wir dachten. Sie ist auch sehr viel konservativer, als wir dachten. Letztlich ist es eine Gesellschaft, die tiefgreifende Fragen niemals wirklich überwunden hat. Zum Beispiel die Frage der Sklaverei. Diesen Punkt haben wir nie, in unserer Geschichte haben wir nie wirklich überwunden. Wir haben es quasi gemütlich gehabt in der Situation, in der wir uns befunden haben. Die PT hat dann letztendlich durch ihre Sozialpolitik, durch die Projekte, die sie durchgeführt hat, die Elite oder den Status quo provoziert. Durch zum Beispiel die Einführung von Quoten an den Universitäten und anderen Projekten und Fortschritten. Die Ungleichheit in unserer Gesellschaft wurde angegangen und das hat sehr große Wellen geschlagen. Die Frage der Hautfarbe ist emblematisch für uns und sie zeigt, wie die PT es nicht geschafft hat, eine gleiche Situation für die Bevölkerung zu schaffen, weder beim Einkommen noch in anderen Bereichen. Sie hat dennoch geschafft, zu provozieren und in dieser Frage etwas anzurütteln. Frauen zum Beispiel aus den Quilombos, also Wohnorten von ehemaligen Sklaven, haben es geschafft, also ihren Kampf voranzubringen durch diese Errungenschaft. Auch Frauen in ihrem Kampf für mehr Empowerment und für die Klärung von Problemen, für eine gleichere Position in der Gesellschaft haben es geschafft, voranzukommen. Die Proteste, eher nicht Elinau, haben gezeigt, wie stark die Bewegungen von Frauen sein können. Die Bewegungen von Frauen, die in der Geschichte angewachsen sind. Diese Proteste waren also besonders wichtig, weil sie es geschafft haben, die unterschiedlichen Realitäten, die wir leben, zusammenzubringen. Das hat die Linke zum Beispiel nicht geschafft. Die Linke hat es nicht geschafft,
die Menschen unter einem einzigen Kandidaten zu einen. Die Frauen hingegen haben es geschafft durch ihre Kampagne. Das war beeindruckend. Es war eine fantastische, wunderschöne Bewegung in Brasilien und auch außerhalb von Brasilien. Dennoch ist es leider nicht dazu gekommen, dass die Stimmung für Bolsonaro gesunken wäre. Dass Bolsonaro sogar noch um 10% gewinnen konnte, ist also etwas, was durch Fake News, durch Kampagnen per WhatsApp hervorgebracht wurde. Darüber sollten wir wirklich nachdenken. Wie können wir diese Art von Medien und diese Art der Wahlkampagne überhaupt kontrollieren? Bolsonaro, die Zustimmung für Bolsonaro ist also sprunghaft angestiegen. Und zwar in allen Bereichen der Gesellschaft, auch unter den Ärmsten. Ich lebe zum Beispiel in einer Favela in Rio de Janeiro und ich finde es immer unglaublich zu sehen, wie ein jugendlicher Schwarzer, der in der Favela lebt, für Bolsonaro stimmen möchte. Von Januar bis September haben wir in Rio de Janeiro 120 Tote beklagt in den Favelas durch die Polizei. Und das ist eine Situation, die vor allem auch aufgrund dieses Wahlkampfes angeheizt wurde. Und trotzdem haben wir immer noch eine so starke Zustimmung für Bolsonaro. Und ich frage mich, warum eigentlich? Nun, ich denke, meine Zeit ist hiermit vorbei für diese Frage. Wir könnten natürlich noch endlos weitersprechen. Ich habe Thomas gesagt, dass ich versuchen würde, mich kurz zu fassen, damit es natürlich viele Fragen geben kann. Also, vielen Dank. Da. Então, a mesma pergunta, a Eliane. Die gleiche Frage geht an Eliane. Haben Sie irgendwelche Vorstellungen über Brasilien, vielleicht auch über die Medien? Du hast ja schon einige zitiert, WhatsApp und so weiter, die vielleicht eine sehr wichtige Rolle spielen können. Also Eliane. Ja, guten Abend. Vielen Dank. Ich möchte mich bedanken, dass ich heute hier sein darf. Es ist ein gravierendes Moment für unser Land und ich möchte damit beginnen, dass ich an Marielle Franco erinnere. Heute sind 218 Tage vorbei, dass Marielle Franco, eine Abgeordnete von Rio de Janeiro, schwarz, lesbisch, umgebracht wurde. Diejenigen, die zu diesem Mord aufgefordert haben, sind nicht bekannt. Und die Frage wird auch nicht verfolgt. Es gibt weiterhin eine straflose Situation, aber sie ist hier zugegen. Das ist ein Meilenstein dessen, das wir erleben in Brasilien. Ich habe mich hier unterhalten mit Menschen, die 1964 während der Diktatur das Land verlassen mussten. Und ich bin sehr traurig darüber, dass wir heute eine solche Situation haben. Ich werde vielleicht einige Möglichkeiten versuchen aufzuzeigen, was wir uns vorstellen können, das in Brasilien an der Tagesordnung ist. Ganz klar, wir haben zwei Kandidaten, die innerhalb einer Wahl einen Posten anstreben. Eine Kandidatur ist demokratisch und die andere, die von Bolsonaro, negiert die Demokratie. Das ist ganz klar aufgrund dessen, was dieser Kandidat geäußert hat. Er gehört einer extremen Rechten an. Auch sein Vize
Präsidentschaftskandidat General Mourão hat gesagt, es wäre möglich, einen Putsch zu inszenieren mit den Militärs. Außerdem wird auch das Wahlsystem, die elektronische Wahl in Brasilien angegriffen. Es wird immer wieder darauf hingewiesen, da habe es Betrug gegeben, was eigentlich gar nicht möglich ist. Von daher ist es sehr klar, dass diese Kandidatur außerhalb der Demokratie liegt. Es ist also nicht eine Option, den mag ich mehr, den mag ich weniger. Es ist eine Option zwischen Demokratie und Autoritarismus. Das müssen die Brasilianer verstehen und die Welt muss es verstehen. Das ist die Herausforderung, die Frage, vor der wir stehen. Gut, ich denke, wir können uns einiges sagen. Lula hat versucht, vieles zu vereinen, sowohl in der Politik, in der Wirtschaft und das auf unterschiedliche Art und Weise. Niemals hat die Regierung der PT das Einkommen der Reichen angegriffen. Nein, die Reichen sind reicher geworden, die Banker haben mehr Geld verdient, mehr denn je, und die Armen sind vielleicht ein wenig weniger arm geworden. Es gab aber dennoch Privilegien, die angetastet wurden, die sehr wichtig sind in einem Land, das auf menschlichen Körpern aufbaut, zunächst die der Indigenen, dann die der Schwarzen, Sklaven. Rassismus ist nie überwunden worden. Rassismus ist ein Strukturphänomen. Zwei Politiken der PT, die einen großen Nachhall haben und auch für den Antipetismo verantwortlich sind, das ist das Statut der Hausangestellten, der Empregada. Das war stets ein Privileg der Mittelschicht, die es gewohnt war, eine Sklavin zu Hause zu haben. Das war eine Art moderner Sklaverei, ja. Und dieses Statut gehörte eben zu den Ausgebeuteten. Es war ein Privileg für die Mittelschicht und es ging verloren. Zumindest wird es so empfunden. Ein anderes verlorenes Privileg waren die Rassenquoten, dass auch Schwarze nun an der Universität studieren können. Denn die Universitäten waren das Ressort der Weißen. Und das Ganze wirft neue Fragen für die Gesellschaft auf. Schwarze sprechen an anderen Orten auf einmal. Die Weißen haben nicht mehr das ausschließliche Privileg dazu. Das wirkt sich aus auf die Struktur des Landes Brasilien. 2010 tritt Lula ab, hat beinahe 90% der Zustimmung. Und was geschieht dann? Die Auswirkungen des Verlusts dieser Privilegien sind spürbar und zusammen mit einer Wirtschaftskrise wird das Ganze verheerend. Das ist eine der möglichen Erklärungen für diese Anti-PT-Haltung. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass selbst historische PT-Anhänger, die sich sehr eingesetzt haben für die PT, heute dagegen sind. Weshalb? Ja, die PT hat zumindest zwei Generationen in Brasilien irgendwie betrogen. Viele haben sich als korrumpierbar an der Macht gezeigt. Ja, und das hatte man eben nicht erwartet von der PT, diese Korruption. Das führt auch zu der Anti-Haltung. Außerdem gibt es Menschen, die einfach schockiert sind
mit den Auswirkungen der PT-Regierung in Amazonien bei den Armen im Regenwald. Das ist ein ähnliches Projekt wie das der Militärdiktatur. Das müssen wir auch klar sagen. Wir können eben nur die Widersprüche aufzeigen. Wenn wir die Widersprüche wiederum negieren, kommen wir nirgendwo hin. Ja, und da rühren wir an etwas sehr Tiefsitzendes, etwas, das tief in unserer Geschichte verankert wird. Und zwar, dass die brasilianische Demokratie entstanden ist, indem man Schweigen herrschen ließ über das, was in der Diktatur geschehen war. Und nun haben wir einen Kandidaten, Jair Bolsonaro, der während des Impeachments von Dilma Rousseff einen der schlimmsten Folterer der Geschichte der Diktatur, Carlos Brilhante Ustra, in den Himmel hebt. Und wir sehen, dass dieser Mensch und seine Söhne auf seinen T-Shirts ein Ustra-Bild vor sich herträgt und sagt, Ustra lebt. Wie kann man das machen? Es gibt diese verschwundenen und ermordeten Familien, die nie ihre Kinder beerdigen konnten. Und da sagt einer im Kongress, im Parlament so etwas und nichts geschieht. Menschen schreien noch in ihren Träumen aufgrund der erfolgten Tortur. Wie kann man in einem solchen Land sich an der Ecke zum Kaffee treffen? Das ist wirklich sehr gravierend. Wir sind hier, hier ist Deutschland. Das ist ein Land, das die Bewältigung der Vergangenheit vorangetrieben hat, das Zeichen gesetzt hat. Und das hat Brasilien nicht getan. Die Mörder sind straflos ausgegangen. Wir kennen Ustra, der Held des vielleicht zukünftigen Präsidenten Brasiliens. Und dieser Ustra ist für mindestens 50 Morde verantwortlich. Amélia Telles ist eine Frau, die er gefoltert hat. Ist mit Elektroschocks in der Vagina an den Brüsten gefoltert worden. Und als sie nackt da lag und sich übergab und urinierte, da rief Ustra seine Kinder, 4, 5 Jahre alt, um zuzuschauen. Die Kinder von der Gefolterten natürlich. Und die fragten, Mama, weshalb bist du so blau angelaufen? Kann man einen solchen Menschen, der diesen Folterer in den Himmel hebt, als Präsidenten wählen in Brasilien? Also dieses Schweigen der brasilianischen Demokratie hinsichtlich der Verbrechen während der Diktatur, das scheint mir ein entscheidender Moment zu sein für die Gegenwart in Brasilien. Das ist gewissermaßen schlimmer als das, was 1964 vor sich ging. Weshalb ist es schlimmer? Ja, ich habe seit Jahren darüber geschrieben, dass die Krise Brasiliens nicht nur eine politische oder wirtschaftliche Krise ist. Es ist auch eine Krise der Wörter. Die Wörter in Brasilien haben sich entleert. Die Wörter sagen nichts mehr aus. Während der Diktatur von 64 bis 1985, 21 Jahre, da gab es die Zensur. Was ist Zensur? Zensur über Wörter, die ausgesprochen werden. Und deshalb müssen sie verschwiegen werden. Denn wenn sie
gesagt werden, wenn sie ausgesagt werden, dann stellen sie eine Gefahr dar für die Macht. Sie müssen also schweigen. Das ist Zensur. Heutzutage muss nichts zensiert werden in Brasilien. Alles darf gesagt werden, weil nichts mehr etwas aussagt. Von daher kann ein Abgeordneter einen Folterer im Kongress loben und es geschieht nichts, auch nicht mit ihm. Und eine Wahl in der Demokratie kann vor sich gehen, indem derjenige, der gewählt wird, den Folterer auf seinem T-Shirt zeigt. Das ist alles sehr, sehr entscheidend, um diesen Moment zu verstehen. Es ist eine komplexe Angelegenheit, ja. Ich könnte noch einiges hinzufügen, aber ich möchte nur Folgendes sagen. Es gibt auch eine Selbstwahrheit, eine eigene Wahrheit. Zum Beispiel die Wahl Trumps ist gekennzeichnet worden durch die nachträgliche Wahrheit, die Postwahrheit. Aber wir haben diese Autoverdade, diese Selbstwahrheit, Fakten zählen nicht, der Inhalt zählt nicht. Was wichtig ist, ist die Performance, ist der Akt zu sagen. Bolsonaro sagt die schlimmsten Absurditäten. Und ich habe viele interviewt, die ihn gewählt haben. Man sagt, er ist ehrlich. Er sagt die Wahrheit, weil die Ästhetik die Ethik ersetzt hat. Und da zählt der Inhalt nicht mehr. Die Wahrheit ist die Wahrheit des Individuums, diese Selbstwahrheit. Er wählt seine eigene Wahrheit. Das Individuum obliegt einer persönlichen Auswahl. Das heißt, das Individuum in den Ausmaßen seiner größten Radikalität. Menschen, die dabei waren, die gehört haben, dass Bolsonaro gesagt hat, man hätte wenigstens 30.000 umbringen sollen während der Diktatur. Ich bin für Folter. All diese schrecklichen Aussagen hören die Menschen und sehen zu und sie sagen, das stimmt nicht. Dieses Phänomen kennzeichnet diese brasilianische Wahl und das bezeichne ich als Autoverdade, als Selbstwahrheit, nämlich die Entleerung des Wortes, der Sinnverlust. Aber wir können darauf zurückkommen später. Ja, obrigado. Vielen Dank. Das war wirklich sehr beeindruckend. Sie haben Amelinha Telles erwähnt. Im Mai diesen Jahres war ich hier in der Nähe am Cottbusser Tor bei einem Event für Sie. Und Sie haben jetzt eine Dokumentation über Sie gemacht. Und die Tochter von ihr hat in Unterstützung von Haddad und gegen Bolsonaro gestern also etwas ausgestrahlt. Und es ist wirklich eine ganz schwierige Dokumentation. Man kann sie sich kaum anschauen, weil sie so klar darstellt, was passiert ist. Wir haben die Frage der inneren Sicherheit erwähnt und diese Frage ist sehr wichtig in der Wahl. Bolsonaro sagt zum Beispiel, dass man das Problem der Gewalt in Brasilien ganz leicht lösen kann durch Waffen. Du lebst selbst in Rio und ich würde gerne wissen, wie deine Sicht darauf ist für diese Zukunft für Rio mit mehr Waffen. Wird es
also eine stärkere Intervention des Militärs geben in der Zukunft? In Rio ist es ja bereits so. Was denkst du dazu? Wie erlebst du diese Situation hier in Brasilien und was hältst du von den Vorschlägen von Bolsonaro? Ich denke, darauf sollten wir eingehen. Denn ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass Rio de Janeiro ein bisschen eine Art Labor ist für diese stärkere Intervention des Militärs. Seit Februar diesen Jahres läuft diese stärkere Intervention in Rio und von 90 bis 2017 gab es bereits ein ähnliches Projekt, als die Regierung es nicht geschafft hat, den Pensionsfonds zu stärken, hat man versucht, von dieser Frage abzulenken und ein anderes Thema in den Vordergrund zu stellen. Und dieses Thema wurde dann auf ganz Brasilien ausgeweitet. So wurde also in unterschiedliche Städte eingegriffen durch Interventionen. Die Rede des Justizministers Anfang diesen Jahres ist emblematisch dafür. Er spricht von einem asymmetrischen Krieg. Diese Art des Krieges ist schwierig. Selbst ein 12-jähriges Kind, was an eine öffentliche Schule geht und danach zurück nach Hause geht, in die Favela, dieses Kind erlebt diese Intervention. Und fällt vielleicht zum Beispiel der Intervention zum Opfer. Und so wird dieser Tod dieses Kindes versucht zu rechtfertigen. Wenn zum Beispiel ein Kind also auf dem Weg zur Schule stirbt, dann es passiert sehr häufig, dass Kinder auf dem Weg zur Schule sterben. 1024 Kinder sind auf dem Weg zur Schule gestorben in diesem Jahr. Von 10 sind 9 Jugendliche Schwarze. Diese Dimension, die dieser Eingriff der Polizei hat, ist ganz eindeutig zu sehen in Rio de Janeiro. Das ist etwas, was nicht erst jetzt aufgekommen ist. Seit Januar bis heute sind 74 Polizisten ebenfalls bei solchen Konfrontationen in Rio de Janeiro umgekommen. 124 Menschen wurden im Gegenzug getötet. Das zeigt auch auf, wie stark ein bestimmter Anteil der Bevölkerung, wie diesen Menschen das Leben anderer Menschen egal ist. Das kann man auch an Bolsonaros Diskurs festmachen. Er versucht zum Beispiel, diese Gewalt voranzubringen und diese zu rechtfertigen. Was passiert in Rio de Janeiro? Es wird ein gewaltsames Eingreifen der Polizei gerechtfertigt. Die erste Aktion von Bolsonaro oder der erste Vorschlag war, die Polizei, die Sicherheitspolizei von Rio de Janeiro, die BOP, zu stärken. Er hat sie besucht und hat mit den Polizisten gesprochen und hat gesagt, einer von euch kann nach Brasilia kommen und ich werde dafür sorgen, dass wenn ihr bei einem Einsatz jemanden umbringt, dass diese dann als Notwehr gerechtfertigt wird. Jeder Polizist, der im Einsatz jemanden umbringt, wird also nicht einmal vor ein Militärgericht gestellt.
diese Tode, die in Favelas geschehen sind, werden nicht aufgearbeitet. Weniger als 10% werden überhaupt vors Gericht gebracht. Und das ist etwas, was in Rio bereits passiert und was auch auf ganz Brasilien ausgeweitet wird. Die Miliz ist in Rio de Janeiro immer stärker geworden. Und sie kämpft zum Beispiel auch mit den Drogenbanden. Diese Miliz ist insbesondere angewachsen dadurch, dass die öffentliche Gewalt, die Legislative und die Exekutive nicht präsent war oder auf diese Art und Weise präsent war. Die Miliz hat zum Beispiel die Wahl in Rio de Janeiro beherrscht. Viele Abgeordnete sind in das Parlament von Rio de Janeiro eingezogen durch die Unterstützung der Miliz. Und die Miliz ist nun mittlerweile national aufgestellt, obwohl sie aus Rio de Janeiro stammt. Durch diesen militärischen Diskurs, durch den möglichen zukünftigen Präsidenten, der dem Militär die gesamte Macht zuspricht und der Polizei sagt, dass sie völlig straflos sein wird, diese Bewegung breitet sich auf ganz Brasilien aus. Es gibt also keine Narrative, die das Militär und die Polizei als die Retter der Gesellschaft darstellt. Wenn paramilitärische Kräfte also im Sinne der Legislative und der Exekutive arbeiten, wie können wir das hinnehmen? Wie können wir einen Diskurs hinnehmen, der autoritär ist, der für die Militarisierung steht? Die Militärintervention in Rio wird von der Regierung von Rio unterstützt. Die Regierung unterstützt auch Bolsonaro. Denn in Rio de Janeiro ist Bolsonaro sehr weit vorne. Alle diese Kräfte sind sich einig darin, dass sie diesen Diskurs unterstützen, dass die Polizei und das Militär Rio de Janeiro retten können. Boas Noticias, ne? Ja, vielen Dank, Itamar. Ja, wir haben keine guten Nachrichten heute Abend hier. Aber wenn ich jetzt Eliane frage und sie auch ein bisschen nach den Perspektiven, den Zukunftsperspektiven frage in Amazonien bei den Indigenen, so werden ja sicherlich die Nachrichten auch keine guten sein. Bolsonaro hat ja schon einige Aussagen gemacht. Vielleicht könntest du etwas sagen über die möglichen Auswirkungen auf Amazonien, wenn denn Bolsonaro die Wahl gewinnt. Und einiges ist ja bereits schon Tatsache. Ich glaube, dass die Wahlen noch nicht verloren sind, aber einiges ist verloren in Brasilien. Zwischen den vielen Dingen, die verloren gingen in Brasilien, gibt es Folgende. Die Debatte gibt es nicht mehr. Die ist sozusagen zugedeckt worden, entführt worden. Vielleicht ist das Wichtigste, dass nicht debattiert, nicht diskutiert wird. Folgendes ist, wir müssen verstehen, ja, wir sind hier in Deutschland, aber Bolsonaro ist nicht eine Gefahr nur für Brasilien.
auch nicht nur für Lateinamerika. Er ist eine Gefahr für den gesamten Planeten. Denn in Brasilien befindet sich der größte Tropenwald der Welt. Ohne diesen Regenwald können wir den Klimawandel nicht bewältigen. Der Amazonaswald ist bereits zu 20% zerstört. Die letzten Wissenschaftsstudien zeigen, dass aufgrund der globalen Erwärmung der Turning Point zwischen 20% und 25% liegt. Am 8. Oktober hat der Bericht des IPCC gesagt, dass wir noch 12 Jahre zur Verfügung haben, um die globale Erwärmung zu kontrollieren. Nicht um 2 Grad, sondern 1,5 Grad Celsius. Denn dieser halbe Grad betrifft Millionen von Toten und von Arten. Dafür ist Amazonien von grundlegender Wichtigkeit. Wir können den Wald nicht wieder aufforsten, der bereits zerstört ist. Bolsonaro, inspiriert durch Trump, hat ja schon gesagt, dass er das Pariser Abkommen verlassen wird oder kündigen wird. Er hat bereits gesagt, dass er das Umweltministerium abschaffen wird. Er wird es zu dem Landwirtschaftsministerium schlagen. Was bedeutet das? Eine Absurdität. Er möchte das Ganze sozusagen an den produktiven Sektor übergeben. Was heißt nun produktiver Sektor in Brasilien? Das ist so, sowohl das Agrobusiness als auch diejenigen, die sich illegal Länder unter den Nagel reißen, kriminelle Menschen, die öffentliche Ländereien rauben, große Teile davon. Es hat bereits Fälle gegeben von gestohlenen Gebieten, die größer sind als europäische Länder, also auch größer als Deutschland, und zwar in Amazonien. Und das über den bewaffneten Kräfte. Und diese beiden, also das Agrobusiness und die illegale Landbesetzung, das fällt manchmal in eins zusammen. Beim letzten Kongress gibt es ja die Fraktion, die sich als Bancada Ruralista bezeichnet. Es ist eine überparteiliche Fraktion, die die größte Macht im Kongress hat. Sie hat die Regierung Temer gestützt und sie ist auch die große Protagonistin der Artikulation der Wahlkampagne von Bolsonaro. Sie wird auch ihn stützen. Bei den letzten Regierungen hat diese Gruppe hart daran gearbeitet, Amazonien freizusetzen, freizugeben, an den Wald anzugreifen, immer mehr abzuholzen, um Land zu erobern für Viehzucht und für den Abbau von Rohschätzen, von Bergbau. Es hat bereits ein Interview gegeben, in dem er verkündet hat, ja, natürlich, wir müssen Amazonien freigeben in der Hinsicht, dass weiterhin abgeholzt werden darf. Ja, das Pariser Abkommen wird nicht mehr bindend sein und die globale Erwärmung, das ist eine Legende. Das ist das, was ab 2019 in Brasilien angesagt werden sein kann. Also, es ist klar, nicht ein Problem ausschließlich für Brasilien. Bolsonaro hat schon gesagt, dass er nicht weiterhin Strafen
erlassen wird. Niemand muss mehr Strafe zahlen, wenn er illegal abgeholzt wird. Er hat bereits versucht, er, der verkündet, alle dürfen sich legal bewaffnen, aber er hat schon die entwaffnet, die legalerweise im Namen von Obama vorgehen gegen diese illegalen Landbesetzer. Wenn der Wald noch steht in Brasilien, im Amazonasgebiet, dann, weil die indigenen Völker, die Flussanrainer und die Quilombolas dort sind. Das sind die Ländereien, die sich gegen die Abholzung stemmen. An diesem Punkt wollen Bolsonaro und seine Anhänger eine Bresche schlagen. Sie wollen mehr Land zur Verfügung. Sie wollen in den Wald eindringen. Das ist ihre Arbeit. Es ist also wichtig zu begreifen, wie zum Beispiel die Indigenen behandelt werden. Vor einigen Jahren gab es eine sehr starke Bewegung, um die Indigenen zu disqualifizieren. Die waren falsch, waren nicht richtige, waren keine richtigen Indigenen. Das wurde gesagt. Deshalb bestritt man, dass sie überhaupt ein Anrecht hatten auf dieses Land. Es sei zu viel Land für zu wenig Indigene. Und jetzt gibt es eine andere Strategie. Was tut Bolsonaro? Er sagt, ja, die Indigenen wollen nun Menschen sein wie wir. Das ist nicht nur eine dumme Aussage. Die Aussage von jemandem, der nichts von nichts versteht, sondern dahinter steckt Kalkül. Was sagt er? Er wird keinen einzigen Zentimeter oder Quadratmeter ausweisen in Zukunft als indigenes Land. Die Verfassung von 1988 besagt das aber. Und das ist unsere Grundlage in Brasilien. Bis heute wird sie nicht eingehalten. Er wird keine Reservate ausweisen. Und die Indigenen, die Menschen sein wollen wie wir, müssen das Recht haben, ihre Ländereien zu verkaufen, wenn sie denn wollen. Was heißt das? Die indigenen Ländereien sind öffentliches Land, das den Indigenen zum Gebrauch zur Verfügung gestellt wird. Sie sind nicht verkäuflich. Aber er möchte dieses Land in den Handel einbeziehen. Und dann wissen wir, wo sie landen. Das heißt, er möchte privatisieren, was öffentlich ist. Und das gelangt in die Hände der üblichen Kandidaten. Und das in Bezug auf Amazonien. Das geht eigentlich gar nicht im Rahmen der brasilianischen Verfassung. Es ginge nur, wenn man die Verfassung ändert oder einen Putsch lanciert. Man muss also verstehen, was da geschieht in Brasilien zurzeit. Ich lebe in einer Region, die Region Xingu, Altamira. Belo Monte hat Altamira in eine der gewalttätigsten Städte Brasiliens verwandelt. Dort lebe ich. Und Brasilien ist das Land, wo die größte Anzahl von Umweltschützern laut Global Witness stirbt. Pará ist der Bundesstaat, wo die meisten Toten sind. Und in dieser letzten Woche der Wahlkampagne in der Region, in der ich lebe, sind schon Siedlungen von Landarbeitern zerstört worden. Es sind ihre Häuser und Hütten angesteckt worden. Es gab Führungskräfte, die getötet wurden, und es geschieht nichts. Dorothy Stanzi ist
2005 in Anapu ermordet worden. Meine Nachbarstadt Anapu ist heute in einem sehr viel schlimmeren Zustand als 2005. Von 2015 bis 2018 sind 16 Landarbeiter in Anapu ermordet worden. Die Reaktion war null. Sehr wenige haben sich mobilisiert. Wenn also die Nachricht verbreitet wird, dass Bolsonaro Präsident werden kann, dann spürt man das sofort. Die Gewalt nimmt zu, unmittelbar dort in Amazonien. Schon während des Wahlkampfs zwischen Juni und September hat die Abholzung in Amazonien 36% im Vergleich zum Vorjahr zugenommen. Das ist die Wirklichkeit. Eine Message, die ich gerne hier an euch weitergeben würde, die ihr in Deutschland lebt, dass dies ein Problem des Planeten ist, ein Problem von euch allen, wenn Bolsonaro die Wahl gewinnt. Wenn er gewinnt, bleibt Amazonien nicht intakt. Das hat Auswirkungen auf uns alle. Diese Message müssen wir an die gesamte Welt richten. Es geht um einen globalen Kampf. Herr Aschkias, du hast ultimas palavras. Ich denke, Ihre letzten Worte sind sicherlich eine gute Wahl, um auch jetzt zu den Fragen des Publikums zu kommen. Ich hatte zwar eigentlich noch eine Frage, aber da wir nun schon fortgeschrittene Zeit haben, möchte ich nun die Frage an das Publikum weitergeben. Das heißt, ich werde jetzt eine Frage stellen. Was können wir von hier aus tun? Was können wir tun, um die Demokratie in Brasilien zu stützen? Was können auch die Menschen, die hier sind, tun? Hier sind viele Brasilianer auch zugegen. Außerdem stellt sich die Frage, wie können wir uns vorbereiten auf eine mögliche Präsidentschaft von Bolsonaro in Brasilien? Was sollten und könnten wir tun in einer Situation, in der die Demokratie in Brasilien in Frage steht? Ich denke, eine Initiative ist hier von Menschen, die hier gerne ein Manifest auslegen möchten, wo man unterzeichnen kann. Bitte lesen Sie dies nicht vor, sondern stellen Sie es nur ganz kurz vor. Und wir werden dann einen Tisch bereitstellen, wo dann auch unterzeichnet werden kann. Bis 8.30 Uhr sind wir ja heute hier. Danach wird es auch einige Getränke hier im Foyer geben. Es kann auch noch Kleinigkeiten zum Essen wird es ebenfalls geben. Und die Erklärung kann dann also auch noch dann unterzeichnet werden. So möchte ich nun also die Fragerunde eröffnen. Wir haben hier Mikrofone, die dann weitergegeben werden. Gibt es hier Fragen bereits im Publikum? So machen wir mal vielleicht 6 Fragen und dann geben wir das Wort wieder an unsere Gäste. Hallo, mein Name ist Denise Carvalho und ich lebe hier in Berlin. Ich möchte gerne Iliane eine Frage stellen. Zu 2 Fragen, die sie erwähnt hat, zur PT. Du hast die Amazonaspolitik der PT erwähnt, die ja fast so schlimm war wie die Politik in der Diktatur. Ich weiß, dass diese Politik von Umweltaktivisten stark kritisiert wird. Aber du sagtest auch, dass
die PT sich als korrumpierbar präsentiert hat. Ich möchte, also gleich stelle ich schon meine Frage. In Brasilien ist es doch heute so, dass die PT vor allem im Gefängnis sitzt. Fast niemand anderes. Eduardo Cunha vielleicht, Extremfälle. Aber was ist denn von den Jahren der PT-Regierung eigentlich in Brasilien übrig geblieben? Was gab es oder gibt es noch Positives zu erwähnen? Denn sonst denken wir die ganze Zeit nur an die schlechten Dinge. Itamar sagte außerdem, dass das Wenige, was die PT getan hat, das Status quo bedroht hat, dass man sich jetzt zu einem faschistischen Präsidentschaftskandidaten hinwendet. Wir werden jetzt 6 Fragen sammeln. Guten Abend. Ich möchte auch eine Frage stellen an Eliane. Mein Name ist Christina, ich lebe hier in Berlin. Und meine große Sorge ist, dass ich bin pessimistisch, obwohl ich das eigentlich gar nicht bin. Und ich möchte uns herausfordern, wie könnte man es schaffen, dass man dem, was Bolsonaro darstellt, heute nicht so viel Kraft gibt? Wie könnte man Debatten und Diskussionen auf eine andere, auf einen anderen Punkt bringen? Wie könnten wir durch die Presse zum Beispiel auch schaffen, diese Situation zu umgehen? Ich bin auch Journalistin und ich sehe, dass die Presse eine sehr schwierige Rolle spielt. Was könnte die Presse tun? Was tut sie aktuell? Ich denke, das ist eine der größten Herausforderungen. Ich möchte mich bei beiden Gästen herzlich bedanken. Ich bin nur kurz hier aus Brasilien und werde nach den Wahlen zurückkehren. Ich möchte an beide eine Frage richten. Die Frage der Institutionen. Ich denke, die Institutionen sind schon sehr viel schwächer aufgestellt. Und darüber müssen wir nachdenken. Was ist mit dem obersten Wahlgericht, mit dem wir haben zum Beispiel erfahren letzte Woche, dass das Wahlgericht ein Treffen in der Universität verboten hat. Vielleicht könnt ihr kurz über diesen Prozess sprechen. Vielleicht könnt ihr auch die Nachrichten erwähnen, die so schnell sich verbreiten über WhatsApp und andere Medien. Man delegitimiert die großen Zeitungen und nutzt sehr viel mehr WhatsApp und andere Nachrichtenkanäle. Ich denke, das sind Punkte, die wir ebenfalls bedenken sollten in diesem Kontext, in dieser Situation, die wir gerade erleben. Also noch 3 Fragen. Na gut, vielleicht sammeln wir noch eine Frage und dann kommen wir zur Beantwortung. Ich spreche Deutsch, bin verheiratet mit einem Brasilianer. Das Thema
beschäftigt uns auch. Eine Frage, wenn der Amazonas privatisiert wird, gibt es eine Überlegung, ihn von reichen Ländern zu kaufen, im Schutzzweck, um die korrupte Systematik zu durchbrechen? Ich denke, viele Fragen wurden bereits gestellt. Deswegen werden wir jetzt Eliani und Itamar das Wort zurückgeben. Eliani, vielleicht fängst du an mit der ersten Antwort und dann machen wir noch eine weitere Fragerunde. Und während du noch nachdenkst, nur ein kleiner Hinweis. Morgen wird es eine weitere Debatte mit beiden geben in der Freien Universität Berlin am LAI, dem Lateinamerika-Institut, um 3 Uhr Nachmittag. Dort wird es also noch mehr Zeit geben, um über diese Themen zu diskutieren, auf Portugiesisch ohne Übersetzung. Ja, ich werde versuchen, auf diese 4 Fragen zu antworten. Ich weiß nicht, ob ich mich an alles erinnere. Eine der Schwierigkeiten, nicht der Anhänger von Bolsonaro, sondern der Anti-PT-Leute für Bolsonaro zu stimmen bei diesem zweiten Wahlgang. Das hängt damit zusammen, dass sie nicht anerkennen wollen, dass die vorausgegangenen Regierungen Probleme aufwarfen. Also wenn ich jetzt auf deine Frage antworte, Thomas, seit 2011 begleite ich diejenigen, die betroffen sind vom Staudamm Belo Monte, also vor allem die Flussanrainer. Das alles ist geschehen während der PT-Regierung. Was sollen wir jetzt tun? Nun, der 28. Oktober ist natürlich ausschlaggebend. Und was können wir tun? Mit den Menschen sprechen, die gegen die PT eingestellt sind, denn mit denen kann man einen Dialog führen. Ich habe bereits geschrieben, dass es für mich sehr, sehr schwer ist, einen PT-Kandidaten zu wählen. Aber ich habe auch schon geschrieben, dass es in diesem Augenblick keine Alternative gibt, denn es geht um die Wahl zwischen Demokratie und Autoritarismus. Ich wähle die Demokratie demzufolge. Ich fühle mich bestärkt in meiner Wahl, weil ich diese Anrainerbevölkerung, die Auswirkungen von Belo Monte erlitten hat, verstehe und mit ihnen spreche. Zum Beispiel hat eine Frau oder eine Familie ihre Insel und ihr Häuschen verloren. Das Haus brannte ab. Der Mann hatte zwei Gehirnschläge. Ich rede von Fakten. Sie hat alles verloren. Und sie wird die PT wählen, weil sie der Auffassung ist, dass es die Wahl ist zwischen Demokratie und Autoritarismus. Und sie möchte keine Diktatur. Ein anderes Beispiel. Die Insel wurde geflutet. Selbst das Grab seines Vaters ist zerstört worden, ist geflutet worden. Und er wird die PT wählen, weil er auch weiß, was die Diktatur bedeutet. Auch ein anderer hat alles verloren. Da, wo er gelebt hat, das gibt es nicht mehr. Und er sagte mir, ja, ich werde die PT wählen, weil die PT nun die Scheiße, die sie gebaut haben, bereinigen muss. Also, das möchte ich sagen für die, die unentschieden sind, die nicht wissen, ob sie PT wählen oder Blanco wählen oder so, dass diejenigen, deren Leben zerstört wurden, die Menschen verloren haben, die kein Haus mehr haben und die wählen dennoch die PT, ich denke, das könnte ein Beispiel für uns sein.
glaube, die zweite Frage, da ging es um die Rolle der Medien, der Presse. Der Presse, ja. Ich denke, wir erleben gerade sehr schwerwiegende Dinge. Wenn wir überlegen, dass die größte Demonstration von Frauen in Brasilien die Bewegung Elinam war, und das war die größte Auswirkung der Situation, auch der Wahlsituation 2018, und dass das Fernsehen nicht berichtet hat darüber, das ist auch eine Art von Fake News, das Verschweigen. Was geschieht also, wenn das nicht das Wichtigste war, was an diesem Tag passiert ist, dann weiß ich als Journalistin nicht zu sagen, was denn nun das Wichtigste sein sollte. Wir wissen doch noch ganz genau, wie das Fernsehen zugegen war, in real time, als auf die Straße gegangen wurde gegen das Impeachment, gegen die PT. Am folgenden Tag haben die größten Zeitungen Fotos auf der ersten Seite gehabt. Und andere haben in diesem gegenwärtigen Fall einfach nur gesagt, ja, es gab dafür und es gab dagegen, als ob die alle die gleiche Sprache sprechen. Es gab zum Beispiel vor Jahren ein halbes Dutzend Menschen, Skeptiker gegen den Klimawandel, die den 95% der wichtigsten Forscher entgegenstanden. Und dann wird das hingestellt als gleichwertig. Das geht gar nicht. Deshalb kann man auch nicht die Kandidatur von Bolsonaro und Haddad gleich bewerten, gleichgewichten. Das wäre nur ein schlechter Journalismus, wenn man es täte. Zurück zur Bewegung Elinam. In dem Augenblick, in dem das Fernsehen, die Medien insgesamt nicht zugegen sind, die Presse ist nicht anwesend, das ist sehr gravierend. So schafft man eine parallele Wirklichkeit, und das ist das, was auch mit den WhatsApp-Strömen geschehen ist. Man kann auch von anderen Instrumenten sprechen. Was ist passiert? Es gab eine Demonstration, ich war da, viele waren anwesend, hunderttausende Menschen in Brasilien. Es war wunderbar, es war schön, es war friedlich, es war bunt. Und was steht bei WhatsApp? Fotos dieser Demos. Die Fotos von anderen Ereignissen waren, die noch nicht mal in Brasilien spielten, also ja, Frauenbewegungen vielleicht. Ich bin natürlich dafür, aber es war nicht dort. Frauen, die religiöse Symbole zerstörten, das war nicht der Fall in Brasilien, aber das war die gefakte Wirklichkeit. Wenn die Presse nicht mehr dokumentiert, dann ist das verbrecherisch. Und das ist geschehen. Ich begleite alle möglichen Gruppen, also folge ihnen auf WhatsApp, auch die Evangelikalen. Und ich erhalte Messages wie Lula als Babalorixá, als Gottheit der afro-brasilianischen Kulte, hat 100 Stiere bestellt, die geschlachtet werden sollen, die als Opfer für Hunderte von Kindern. Also ganz absurde Dinge, und niemand lacht darüber, niemand setzt ihm etwas entgegen. Wir haben wenig Zeit, leider, zu reagieren. In diesem Augenblick
Ja, ich habe vielleicht etwas vergessen vorhin. Wir haben ein Brasilien, das eine Macht erworben hat, nicht unbedingt eine sekundäre Macht, aber es hat sich seitlich herangeschlichen an die Brennpunkte. Das eine sind die Landbesitzer, dieser Teil, der auch mit den illegalen Landbesetzungen zu tun hat. Und das andere sind die Evangelikalen der neupfingstlichen Kirchen, also nicht sämtliche evangelischen Religionen. Es gab auch viele, die sich dagegen stellten, dass das Wort Gottes missbraucht würde. Aber zum Beispiel denke ich an Pfarrer wie Edir Macedo. Diese Menschen haben sich Macht erobert im Kongress, bei den Medien. Und auf einmal fallen beide Fraktionen zusammen, sowohl die Landmafia als auch die Evangelikalen. Eine Mafia. Sie sehen nun die Möglichkeit, ins Zentrum vorzudringen, nicht nur an den Rändern zu verbleiben. Das ist das Brasilien, das sich aufbaut um Bolsonaro herum. Edir Macedo, wer es nicht weiß, ist der Besitzer einer der größten evangelikalen Kirchen und er hat auch einen eigenen Fernsehsender. Wir versuchen seit Jahrzehnten, Kirche und Fernsehen zu trennen, um eine größere Glaubwürdigkeit für den Journalismus zu erringen. Und in diesem letzten Tag, als vor den Wahlen, Debatte bei der Globo, ist Bolsonaro nicht anwesend gewesen, aber er gab ein Interview beim Fernsehsender von Edir Macedo. Da fließt dieses Projekt zusammen, in den Medien, Religionen, in der Politik. Also man versucht nun über diesen Sender die Fox News von Bolsonaro zu sein. Gleichzeitig ist es sehr interessant festzustellen, dass der Sender Globo von beiden Seiten, von beiden Kandidaten gehasst wird. Sie hat natürlich auf ein Zentrumsprojekt gesetzt. Das hat sich nicht durchgesetzt. Und diese Kräfte passen sich an. Das geschieht ständig. Wenn wir nicht so traurig wären, wenn es nicht so schlimm wäre, ja, dann wäre es faszinierend zu sehen, wie sich diese Kräfte neu ordnen. Aber wir müssen es analysieren, um zu sehen, um zu verstehen, was in Brasilien vor sich geht. Ich denke, ein Teil der Presse hat nicht verstanden, worum es geht und hat nichts gelernt durch den Putsch von 64. Mal sehen, wie es in 20 Jahren aussieht. Nun, die Frage wurde nicht an mich gestellt, aber trotzdem möchte ich noch etwas hinzufügen. Denise sagte oder hat eine Frage gestellt. Und ich denke, die Frage ging eher in die Richtung, wie man die Kritik ausgleichen könnte und nicht etwa die Kritik an der PT zu negieren. Ich denke, diese Geschichte wiederholt sich immer wieder seit einigen Jahren. Die Linke schaut nicht kritisch auf ihr eigenes Werk zurück. Und das ist symptomatisch, dass es bei einer Wahl wie heute, wie die, die jetzt ansteht, dass die PT nicht klar
sich darstellt zur Wahl und sich für einen Kandidaten ausspricht. Das war auch im Fall Gomes bereits so. Es ging also darum, sich wirklich eine standhafte Position zu finden und sich und klare Worte zu finden und zu sagen, wofür man steht. Und das ist nicht passiert. Die PT steht für einen Traum. Ein Traum, den wir über Jahre lang entwickelt haben. Und dieser Traum ist auf dem Weg verloren gegangen. Auf der Linken, bei der Linken ist es also leider so gewesen, dass man die Kandidatur langsam aufbauen wollte und danach wollte man weitermachen, wo man aufgehört hatte. Es wurde also keine Erklärung hervorgebracht bei unterschiedlichen Events an Universitäten, in unterschiedlichen Foren, wo man klar gesagt hätte, was Sache ist. Es ging immer nur um bürokratische Aussagen. Und ich denke, das ist eine Frage, die wir weiter behandeln sollten. Die Rolle der Presse und der Medien ist sehr wichtig. Das Bild von Globo, das im Korruptionsskandal, was den Korruptionsskandal abgedeckt hat, dort wurde die Globo hat versucht, PT und Korruption zusammenzuführen, als ob es ein Synonym wäre. Auch wenn andere Politiker in den Korruptionsskandal verwickelt waren, wurde darüber nicht berichtet. Und so hat man versucht, eine politische Gruppe zu dekonstruieren. Man hat alle in eine Schublade gesteckt. So wurde die Politik durch den Putsch disqualifiziert. Und das ist genau diese Welle, auf der Bolsonaro surft und die er mitnimmt. Denn er sagt, ich bin weder das eine noch das andere. Ich bin eure Rettung. Und das ist das, was die Bevölkerung hört. Er ist der Kandidat gegen das System. Obwohl er seit 28 Jahren in der Politik aktiv ist und sicherlich auch von der Korruption Vorteile sich geschafft hat, dieser Kandidat sagt, ich bin dagegen, ich bin die andere Option. Ich bezweifle leider nicht, dass Bolsonaro die Wahl gewinnen wird. Das ist leider meine pessimistische Meinung. Was können wir tun, wenn wir die Institutionen erwähnt haben? Die PT hat die Institutionen gestärkt, sagt man. Sei es die Bundespolizei, seien es die Gerichte, sie wurden während der PT-Regierung gestärkt. Doch eine parteipolitische Einflussnahme auf dieser Ebene ist schwierig, wenn wir jetzt also die Zusammenstellung des Parlaments sehen, dann ist das erschreckend. Es gibt unterschiedliche Fraktionen, die zusammenkommen werden. Die Fraktion der Landmafia, die Fraktion der Evangelikalen, diese werden zusammenwirken. Die Proteste der Frauen waren interessant und haben auch einiges gebracht. In Rio gab es zum Beispiel vier große Frauen in der Politik. Auf Bundesstaatsebene. Jetzt die neuen Politiker werden versuchen, eine neue Art zu finden, Politik zu machen. Die Linke muss also versuchen, eine neue Politik umzusetzen und sich und zu versuchen, gegen diese Mehrheit anzukämpfen. Wir müssen uns verbinden mit den sozialen Bewegungen, um neue Dynamiken zu finden, um zu arbeiten. Nur so können wir irgendeine geringe Hoffnung haben, dass wir einen Multiplikatoreffekt schaffen können unter uns linken Kräften. Denn die Aussicht im Moment ist schlecht. Viele derjenigen, die heute
nicht ihre Unterstützung Haddad gegenüber ausgesprochen haben, werden im Staat irgendeine Rolle spielen und werden irgendein Amt ernten dafür, dass sie dies nicht getan haben. Nun möchte ich zur Frage der Presse kommen. Die Nachrichten, die per WhatsApp verschickt werden und der Effekt, den sie auf diesen Wahlgang hatten, war beeindruckend. Können wir es schaffen, dieses selbe Instrument auch für positive Effekte zu nutzen? Ich denke, das ist möglich. Das ist das Einzige, was uns bleibt in einer Welt, die so vernetzt ist wie die heutige. Wir müssen in diesen Bereich investieren. Ich habe zwar Zweifel, aber ich denke, WhatsApp ist gekommen, um zu bleiben, sozusagen. Deswegen können wir es auch nicht ignorieren. Wir müssen also versuchen, WhatsApp als ein weiteres politisches Instrument zu nutzen. Und das ist etwas, was ich nach den Wahlen auch tun möchte. Ich habe vergessen, die Frage zum Amazonasgebiet zu beantworten und ich möchte das jetzt tun. Die Privatisierung des Amazonasgebietes für niemanden, weder für die Landmafia noch für die reicheren Länder, das kann nicht die Lösung sein. Diese 20%, die abgeholzt wurden im Amazonasgebiet, gehen auch auf das Konto der reicheren Länder. Die schöne Worte finden auf den Klimagipfeln, aber dann im Endeffekt, wenn es um die Tat geht, plötzlich stillstehen. In Belo Monte gab es zum Beispiel viel Unterstützung aus Deutschland. Und eine der schlimmsten Verschmutzungen unserer Flüsse, in Macarena im Pará, dieses Projekt wurde von einem norwegischen Unternehmen umgesetzt. Und ich denke, da können wir noch viele andere Beispiele finden. Deswegen denke ich, dass wir der Realität ins Auge blicken müssen. Solche Länder unterstützen auch die Zerstörung des Amazonasgebietes. Deswegen ist das Amazonasgebiet ein öffentliches Gut. Die Völker, die dort wohnen, leben dort in ihrer Kultur und sie schützen dieses Gebiet seit Tausenden von Jahren. Sie leben zusammen mit diesem Gebiet in Harmonie seit Tausenden von Jahren. Diese Völker werden aktuell verfolgt und umgebracht. Und dagegen müssen wir kämpfen, gegen diejenigen, die diese Morde beauftragen. Jedes Mal, wenn eine Person dort stirbt, dürfen wir das nicht gleichgültig hinnehmen. Einer der größten Anthropologen Brasiliens sagte, dass die Indigenen wissen, wie man die Welt schützt und verteidigen kann. Vielleicht können sie uns beibringen, wie das geht. Jetzt haben wir noch eine Runde offen für Fragen. Temos ainda mais uma rodada. Em aberto para perguntas, os microfones estão circulando. Guten Abend, mein Name ist Sandra, ich lebe auch hier. Ich glaube, dies ist ein Moment der Vereinigung, ein Moment des Konsenses. Und zwar zum Wiederaufbau oder Aufbau einer Demokratie. Ja, bislang war das schwierig. Ich frage beide Referenten. Welches ist das Konzept von Entwicklung und Demokratie, das wir haben? Es wird ja immer wieder hingewiesen auf die Militärdiktatur. Das ist eine Tatsache. Man kann nicht zurück. Aber während der Militärdiktatur sind ebenfalls Indigene und Schwarze
ermordet worden. Und diese gegenwärtige Demokratie begehrt nicht auf gegen schwarze Leichen, gegen Xenophobie, gegen also, und wenn das nicht der Fall ist, wovon reden wir dann? Viele Schwarze sind beschämt worden. Bei dieser Demokratie hat man es vielleicht als schön empfunden, wenn jemand trommelt bei der Umbanda oder wo auch immer. Aber es ist dennoch eine bürgerliche Demokratie, in der nicht jeder einen Platz hat. Am 21. dieses Monats werden wir im Babylon auftreten und über 100 schwarze Leichen benennen und aufzeigen. Und Itamar wird auch zugegen sein. Was sage ich? Ausgehend von der Diktatur haben wir eine Postdiktatur erlebt, ja, und niemals eine Demokratie. Also Demokratie kann ich das nicht nennen. Das finde ich schwierig. Was ist das für eine Demokratie, dass 57% der Bevölkerung nicht einbezieht? Kinder, die zur Schule gehen und keinen Abschluss haben, das öffentliche Schulwesen steht nicht an erster Stelle. Und die Gesundheit ist in ein Konsumprodukt, ein Konsumgut verwandelt worden. Was soll das für eine Demokratie sein? Die Struktur der Macht, das sind dieselben, die den kolonialen Prozess fortsetzen. Brasilien ist immer noch eine Kolonie. Wir sind die Erben dieser Kolonisation. Und die Arbeiter hatten nicht die Möglichkeit oder den Mut, das zu diskutieren. Und heute versucht man über Haddad oder über die Zentrale der Partei eine zunehmende Weißmachung im Land voranzutreiben. Wir haben eine Verantwortung. Bolsonaro wird uns alle zerstören. Vor der Haustür der Schwarzen steht derjenige, der sie ermorden wird. Wir möchten ein Brasilien für alle, Männer und Frauen. Und das müssen wir mit dieser Wahl schaffen. Ein Land schaffen, das aufgrund seiner Vielfalt existiert, vom Pará bis in den Süden. Nicht die Veränderungen und Ungleichheiten gleich machen, aber die Macht, das sind wir. Das müssen wir erreichen. Je mehr Bolsonaro wir haben wollen, je mehr faschistische Strukturen wir haben werden, dann müssen wir zu dem Schluss kommen, das ist ein strukturelles Problem. Es war immer schon da. Mein Name ist Anna. Vielen Dank, Eliane. Vielen Dank, Itamar, dass ihr beide da seid, dass ihr zusammen mit uns nachdenkt, aber auch die aufgeregten Stimmen teilt mit uns. Brasilien wird langsam zu einer Avantgarde, zur Rechten, eine rechte Avantgarde, die ja zunimmt überall auf der Welt. Ich möchte darauf hinweisen, dass auch Hitler gewählt wurde, demokratisch.
im Diskurs, wie Eliane jetzt ja gesagt hat, immer wieder, geschieht eine Umkehr. Eine Bevölkerung, die bereits schlecht informiert ist, wird desinformiert. Ich möchte ein internationales Manifest hier vorlegen. 30 Leute haben das auf die Beine gestellt, vor allem 10, die ein Kunst- und Politikfestival im Brasilianischen hier in Berlin organisiert haben. Und das hängt zusammen mit dem, was du gesagt hast, über die internationale Verantwortung in diesem Prozess. Denn die extreme Rechte wächst überall auf der Welt und das legitimiert und unterstützt. Wenn vor allem der Bergbau, die großen Bergbaufirmen und das Agrobusiness Bolsonaro unterstützen, dann auch, weil das internationale große Kapital dahinter steht. Wir haben eine große Verantwortung hier. Wir müssen uns enger verbinden miteinander. Danke, dass ihr hier seid. Das ist auch eine Aufforderung dazu. Und wir müssen wirklich stärker werden. Wir sind hier, aber wir sind auch dort. Von daher werden wir dieses Manifest, 3 Kopien vorne auf dem Tisch auslegen, damit Sie es unterschreiben können. Es gibt auch eine Website, eine Online-Petition, sodass Sie das weiter verbreiten können in andere Netze. Das wär's. Vielen Dank. Ja, guten Abend. Ich heiße Ricardo Andrade. Ich lebe ebenfalls in Berlin. Ja, es ist eine hervorragende Gelegenheit, euch beide hier zu hören. Also alles Absurde, was Bolsonaro gesagt hat in der letzten Zeit, da gibt es eine dabei. Am 7. Oktober hat er gesagt, ich werde mit jeder Form, jeglicher Form von Aktivismus in Brasilien Schluss machen. Also Aktivismus der Zivilgesellschaft. Das ist schockierend, vor allem für jemanden, der in Deutschland lebt. Also mit dem Aktivismus oder der Aktivität der Zivilgesellschaft Schluss machen, das gibt es nicht. Wie seht ihr das? Also wie solide, wie stark ist die Zivilgesellschaft in Brasilien geworden in den letzten Jahrzehnten? Ist sie so stark, dass sie Widerstand leisten kann, wenn dieser Extremismus noch weiter voranschreitet und immer rechter wird? Glaubt ihr, dass die Zivilgesellschaft in der Lage ist, diesen Widerstand zu leisten und erfolgreich zu sein? Ja, vielen Dank. Ja, noch 2 Fragen. Wir werden natürlich nicht allen das Wort erteilen können, aber ich bin Deutscher. Mein Name ist Bono. Ich habe verschiedene Fragen. Ich bitte erstmal um Entschuldigung für mein schlechtes Portugiesisch. Das waren sehr emotionale Äußerungen, die wir gehört haben. Ich fahre am 28. nach Brasilien und dann wird das brasilianische Volk wählen. Die Brasilianer werden wählen und ich glaube unglücklicherweise auch, dass es nicht mein Kandidat Ciro Gomes sein wird, sondern Bolsonaro, der das Amt des Präsidenten übernimmt. Denn er steht an erster Stelle, er liegt vorne und ich denke, dass der zweite Wahlgang das nicht herumreißen kann. Meine Frage an euch beide, euch an Brasilianer oder die Brasilianer hier im Raum. Ich habe noch nie ein so zerrissenes Land gesehen in der Demokratie, bei der Diskussion. Und welches wäre das Projekt? Ich habe auch diese Frage an Lula gerichtet vor 2 Jahren.
Da gab es aber gar keine große Gelegenheit für Fragen seitens des Publikums. Ich wollte euch fragen, welches wäre das brasilianische Projekt, um dieses Volk zu vereinen, dieses tropikalistische Land, das zerrissen ist, wo der Riss durch die Familien geht. Und ja, diese Bewegung, Elenão, wäre das, also was wäre das alles? Einen Kandidaten wählen, um den anderen zu vermeiden? Muss ich einen Kandidaten wählen, der ein Mindestmaß an Vision hat und vielleicht ein bisschen zusammenfügt, was zerrissen ist? Ich möchte gerne eure Meinung hören. Ich weiß, dass ich lange gesprochen habe, aber ich konnte leider nicht mich kürzer fassen. Also noch eine Frage. Für all die, die jetzt noch ihre Frage nicht gestellt haben, wir werden ja noch ein Wasser oder einen Saft trinken draußen. Ich glaube, die alkoholischen Getränke muss jeder selbst bezahlen. Die anderen sind es umsonst. Wir haben noch Zeit, das möchte ich sagen. Wir können uns draußen noch weiterhin unterhalten. Aber ja, noch die letzte Frage jetzt und dann die Antwort. Camila Rinaldi ist mein Name. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Uns hilft bei dieser Angst, bei diesem schlechten Gefühl, das wir haben. Ich arbeite mit Technologie. Ich möchte mich nochmal auf WhatsApp beziehen. Es ist sehr angsterregend, was in Brasilien passiert. Als Facebook also über Facebook diskutiert wurde, was also Fake News waren, auch hinsichtlich Trumps. Wir haben auch eine Analyse gemacht und der oberste Gerichtshof hat Facebook angegriffen. Es wurde hinterfragt, was sollte verändert werden. Die Antwort war, dass vieles auf der Welt geschieht und eines davon wären die Wahlen in Brasilien. Obwohl ich sehe, dass Facebook sich um die Fake News gekümmert hat in den sozialen Netzen. Aber heute sehen wir ein anderes Unternehmen von Facebook. Das hatte noch nicht so viel Verbreitung in der Zeit von Trump als heute in Brasilien. In Brasilien ist die Anzahl der Menschen, die WhatsApp nutzt, auch viel größer als in den USA. Und man weiß natürlich nicht, was die Nutzer tun. Es gibt ein Sicherheitsproblem und insofern kann da alles Mögliche zirkulieren. Folha de São Paulo hat heute etwas veröffentlicht, dass man über Facebook zum Beispiel bezahlen kann, um Messages en masse zu verbreiten. Also Frage an euch. Was denkt ihr? Ja, ich weiß nicht, wenn Bolsonaro gewählt wird, aber sagen wir mal, Haddad würde gewählt. Müssen wir dann eine Analyse, eine kritische Analyse der sozialen Netze machen, der sozialen Medien, vor allem des WhatsApp? Glaubt ihr, dass es ein Problem der Plattform ist oder die Ethik der Brasilianer, der brasilianischen Politiker? Das heißt, die Form, wie diese Plattform genutzt wird. Danke. Wer möchte beginnen? Itamar oder Eliane? Das ist hier schon das Ende. Eliane kann beginnen. Nun, ich bin, ich stimme zu, wenn es darum geht, dass gesagt wurde, dass die Demokratie
leider versagt hat, und zwar sehr stark. Wir haben versucht, in einem Prozess die das aufzuarbeiten, was in der Demokratie an Fehlern gemacht wurde, an Verbrechen gemacht wurde. Die Menschen, die in der Diktatur gelebt haben und gegen sie gekämpft haben, diese Verbrechen gehen weiter. Das, was damals passiert ist mit den Menschen, die gefoltert wurden, diese ganze Praxis geht weiter. Es gibt weiterhin in den Peripherien Ermordungen. All dies geht weiter. Die meisten Toten sind farbig. Und das ist für uns schon normal geworden. Und genau das ist seit langer Zeit in der Peripherie die Realität. Und diese Realität erreicht nun auch die Mittelschicht. Es sind unterschiedliche Prozesse, die sich entwickelt haben. Stimmen, die zuvor noch zum Schweigen gebracht wurden, haben jetzt durch ihren langen Kampf geschafft, eine Stimme zu finden. Die Bewegungen haben lange für diese Stimme gekämpft. Und all diese Errungenschaften werden nun wieder zerstört. Und das ist ein sehr, sehr trauriger Moment, den wir nun erleben. Die Kräfte sind aufgeblüht, es wurden Privilegien abgebaut und nun wird dieser ganze Prozess unterbrochen und zerstört. Wir können keine Debatte führen über ein wahrhaftes Projekt für unser Land bei dieser Wahl. Bei dieser Wahl geht es um die Wahl gegen das System. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Frage, die wir uns stellen sollten. Wofür sind wir denn eigentlich, wenn es im Moment nur darum geht, dagegen zu sein? Wir müssen uns überlegen, was wir möchten, wofür wir sind, um ein Zukunftsprojekt aufbauen zu können. Nur wenige Dinge sind so wichtig, um uns zu stärken, um Resistenz bei uns zu schaffen, wie die Zukunft, über die Zukunft nachzudenken und sie uns auszumalen. Die Zukunft ist sogar wichtiger als die Gegenwart. Es ist sehr schwer, in der Gegenwart zu leben, wenn wir keine Zukunft vor uns haben. Deswegen müssen wir eine Art finden, wie wir in dem aktuellen Moment eine Zukunft für unser Land aufbauen und finden. Wir haben alle gehofft, dass das vielleicht unter der PT-Regierung geschafft werden würde. Eine Zukunft, in der die Gegensätze, die Vielfalt zusammengebracht wird, andere Arten zu leben, dass diese aufblühen und unser Land voranbringen. Ein Land, in dem die Gegensätze nicht mehr wichtig sind, ein Land mit einer anderen Perspektive, das ist ein Projekt, was für Brasilien immer auf der Agenda stand und was immer weiter in die Zukunft gerückt wurde, verschoben wurde. Das ist ein Projekt, was für uns wieder wahr werden sollte. Der Moment, den wir aktuell erleben, ist wirklich schwerwiegend und er beginnt gerade erst. Dennoch gibt es Kräfte in unserem Land, die man nicht bremsen kann. Die Kraft der Frauen, die sich auch bereits auf den Straßen gezeigt hat. Die Kraft der Schwarzen, die Kraft der indigenen Völker, der Waldvölker, das ist die Kraft, die aufblühen wird.
Es wird Rebellion geben aus diesen Kräften heraus. Und diese Rebellion wird niemals zu Ende sein. Ich war am Wochenende in Bahia, in Cachoeira, wo es viele Siedlungen von ehemaligen Sklaven gibt. Und in dieser Region war ich zum ersten Mal in einer Gegend, wo die Mehrheit schwarz war. Und ich habe eine große Schriftstellerin gehört, die gesagt hat, dass wir Resistenz in den Quilombos, in den Siedlungen aufbauen müssen. Wir müssen lernen von diesen Menschen, die schon so lange Zeit Widerstand leisten. Hoffentlich können Sie uns diesen Widerstand diese Resistenz beibringen. Ich begleite die Bewegung am Xingu und das sind Bewegungen, die vor allem von Frauen angeführt werden. Und das ändert die Debatten. Denn Frauen, im Gegensatz zu den Mythen, die es so gibt, Frauen schnacken nicht nur. Frauen stehen auf und sie zeigen auf die Probleme. Das ist eine wirklich ernsthafte Diskussion, die dort geführt wird. Und es ist eine starke Diskussion. Der Kampf, der bei uns geführt wurde, war immer ein männlich geprägter Kampf. Und das verändert sich. Und das äußert sich auch in einem Wort, der Aufbau. Brasilien hat viele Ruinen aufgebaut. Und zwar Ruinen in größter Größenordnung. Frauen machen das anders. Frauen weben. Wenn gewebt wird, dann geschieht das immer horizontal. Und der Prozess ist ein ganz anderer. Und ich glaube, dass unsere Widerstandsfähigkeit auch genau so funktionieren wird. Die Widerstandsfähigkeit muss aus den Peripherien kommen und in das Zentrum kommen. Die Peripherie von Rio de Janeiro hat sehr viel mehr zu tun mit den Flussanrainern als mit Ipanema zum Beispiel. Man muss also die Rechte wieder in die Mitte unserer Gesellschaft setzen. Und ich glaube, das ist die Widerstandsfähigkeit, die wir brauchen, an die ich glaube. Und das ist die Zukunft, von der ich träumen möchte. Und die ich gemeinsam mit vielen anderen Menschen weben möchte. Und ich denke, so eine Stimme kann nicht zum Schweigen gebracht werden. Das ist eine Kraft, die da ist, eine starke Kraft, die nicht gestoppt werden kann. Die Wahl ist noch nicht zu Ende. Ich denke, wir sollten bis zur letzten Sekunde stark bleiben und kämpfen. Wir dürfen nicht stillstehen, uns paralysieren lassen. Der erste Sieg, den wir schaffen können, ist der Sieg über die Subjektivität, über die kleinen Dinge. Wir dürfen nicht stillstehen, weil sonst ist unsere Seele zerstört. Ich habe die Ehre, den Kampf der Waldbewohner zu begleiten. Und ich weiß von Ihnen, dass das Leben ein einziges Chaos ist. Viele dieser Menschen haben ihr Leben mehrmals in Ruinen gesehen und trotzdem leisten sie Widerstand. Und das größte Instrument für den Widerstand ist die Freude. Sie lachen und sei es nur, um Emotionen loszuwerden. Das ist diese Art der Subjektivität, die wir nicht untergehen lassen dürfen. Das ist unser Widerstand, den wir weiterhin leisten werden. Ich werde einen Kommentar von hinten nach vorne abgeben. Ich glaube, dass die sozialen Netzwerke, die Fake News, unabhängig von den Ergebnissen, Ziel unserer Analyse sein müssen.
Ja, diese Möglichkeit ist noch nicht in unseren Alltag eingebunden. Es gibt sehr viel Widerstand dagegen. Und ja, wir müssen Zeit und Energie aufbringen, um diese Möglichkeiten ins Auge zu fassen und auch die technischen Möglichkeiten, die sie bieten. In Bezug auf ein vereintes Volk, da kommen mir manchmal Zweifel, wenn man eines gewissen Idealismus frönt. Ein vereintes Land, alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ich denke, das hat man in Brasilien versucht. Brasilien, der Brasilianer als der freundliche Mensch, der immer lustig ist und so weiter und so fort, keine Vorurteile hat. Und das deckt alles zu, sämtliche Ungleichheiten, sämtliche Krankheiten der Gesellschaft. Vielleicht müssen wir eher an eine Gesellschaft denken, die sich respektiert, die die Unterschiede respektiert, mit ihnen lebt, sie aushält. Und das ist natürlich ein historisches Problem, dass dies nicht geschehen ist. Von daher müssen wir ganz gezielt, ganz bewusst das angehen. Und da beziehe ich mich auf die Frage von Sandra. Die Gesellschaft zu befrieden, ja, na, da kommt man vielleicht nicht an den Punkt, wo man hinkommen möchte. Ich glaube, wir haben in gewisser Weise erfahren, während dieses Redemokratisierungsprozesses mit allen Mängeln und so weiter, wir haben es erfahren, wir haben es durchgeführt, und zwar ein Aktivismus, den kann man nicht mehr zurückschrauben. Die Frauen werden nicht zurücktreten. Die Bewegungen der Lesben, Schwulen und so weiter werden nicht zurückgehen und so weiter, die Schwarzen nicht. Vielleicht müssen einige sterben dabei, aber wir werden nicht rückwärts gehen. Man stirbt, aber man geht nicht rückwärts. Dieser Diskurs, dass also Bolsonaro sämtliche Aktivisten liquidieren wird, ja, es wird sicherlich auch der Fall sein. Es gibt auch sehr viele aktivistische Initiativen, die an eine Bürokratie gebunden sind. Aber es gibt einen Aktivismus, der im Kern der Menschheit liegt. Es geht um Überleben und den kann man nicht stoppen. Und da denke ich wieder an das, was Sandra gesagt hat. Ja, ich freue mich immer, Sandra in Berlin wiederzusehen. Ich glaube, wir sind in der Favela zusammen aufgewachsen, haben uns eingesetzt und engagiert. Und uns nun hier wiederzusehen, das ist schon sehr interessant. Sandra, ich glaube, der Kampf ist auch ein Widerspruch. Ich bin in einer Favela geboren. Ich weiß genau, was du sagst. Wer tagtäglich in Rio de Janeiro stirbt, sind diese Menschen. Und die Mehrheit ist nicht offen, ist nicht sensibilisiert dafür. Es sind junge, schwarze Menschen. Und von daher kann man dieses Volk nicht gewinnen für diese Menschheit oder Menschlichkeit. Das wird sie nicht verteidigen. Ein junger Mann, 17 Jahre alt, in Santa Marta, wurde erschossen, und zwar frontal ins Gesicht von der Polizei. Und das müsste doch eine Reaktion hervorrufen, und zwar nicht nur in dieser Favela, sondern in der gesamten Stadt. Oder der Fall Marcos Vinicius. Oder der Ober, oder der ein junger Schwarzer war und der aus Versehen erschossen wurde. Also ein Akzeptieren der Gesellschaft, eine Gleichgültigkeit, das ist beeindruckend.
aber an der Tagesordnung. Das habe ich mein Leben lang Tag für Tag erlebt, nicht nur jetzt. Aber dennoch, wir haben immer gekämpft. Ich kämpfe weiter. Ich werde nicht aufhören. Und mit sämtlichen Mängeln der Demokratie, richtig, ziehe ich dennoch vor, in einer Demokratie zu kämpfen. Denn sie gibt mir die Möglichkeit, zu kämpfen, ohne die Illusion, dass die totale Demokratie bereits herrscht. Nein, im Gegenteil, sie ist weit entfernt. Aber als Motor muss sie uns antreiben, sodass wir bereit sind zu kämpfen für das, an das wir glauben. Und nur um das Ganze abzuschließen, die Rassenfrage in Brasilien ist ein strukturierendes Moment. Von der Schule an wird sie stets negiert. Ich habe studiert, war vorhin an öffentlichen Schulen und vor kurzem habe ich das Buch von Anna Maria gelesen, einen Roman, und zwar Die falsche Farbe. Und ich dachte, meine Güte, wie wenig weiß ich in Bezug auf die Geschichte der Schwarzen in Brasilien. Über die Möglichkeiten, über die Existenz. Ist es meine Schuld? Nein, es ist ein System, das herrscht, um das alles zu verneinen, zu negieren. Von daher können wir anfangen zu diskutieren, von gleich zu gleich. Demokratie in Brasilien, das kann man nicht mit voll in den Mund nehmen. Das ist richtig. Aber dennoch glaube ich, dass wir in diesem Fall, in diesem historischen Moment, einen ganz klaren Diskurs führen, um die Demokratie zu verteidigen. Denn sie wird uns die Plattform bieten, die Basis für unseren weiteren Kampf. Vielen Dank. Ich möchte noch eine kurze Erwähnung machen, denn ich habe die Frage zu dem geteilten Brasilien nicht beantwortet, zur geteilten Bevölkerung. Und die möchte ich noch kurz beantworten. Ich stimme mit Itamar überein, dass ich denke, dass es keine Einheit gibt. Ich habe auch einen Text geschrieben vor einiger Zeit, der noch im Internet ist, wo ich darüber spreche. Ich denke, es wurde auch ein anderer Text von mir auf Deutsch veröffentlicht, wo ich auch darüber spreche. Lula hat versucht zu vereinen und zu versöhnen. Er hat unterschiedliche Realitäten versöhnt, und zwar auch unter anderem diese Idee des freundlichen Volkes. Und dieses Bild hat ihm gedient. Wenn wir den Diskurs in Brasilien verfolgen während der WM, als Brasilien auch als Land für die Ausrichtung der Olympiade gewählt wurde, das war der Diskurs von Lula. Ab diesem Moment aber, wo die Olympiade gewonnen wurde, hat sich etwas verändert. Die Olympiade sollte Brasilien einen. Aber genau da war der Moment, als man dachte, dass die Zukunft nun endlich angekommen war. Doch letztendlich wurde dieser freundliche Brasilianer im Sinne des Bildes, was aufgerufen wurde, nicht wahr. Das heißt, es wurde vor allem ein rassistischer Brasilianer aufgezeigt. Und ich glaube, das ist genau das, was auch jetzt noch Einfluss hat. Es ist so schade, dass diese Möglichkeit, ein vielfältiges Land zu haben, nicht wahr geworden ist, dass wir ein Land haben, was kontrolliert ist vom Hass. Ein Land, was so zersplittert ist. Dieses Klischee oder dieses Bild vom Brasilianer, der in den Spiegel guckt und sich nicht wiedererkennt. Dieser Brasilianer ist nicht freundlich. Der Hass ist sichtbar.
Der Brasilianer ist nicht freundlich Ausländern gegenüber. Das sieht man bei der Behandlung der Flüchtlinge zum Beispiel. Er ist freundlich den Touristen gegenüber aus reichen Ländern zum Beispiel, aber nicht Flüchtlingen gegenüber. Das war mit den Haitianern so, jetzt ist es mit den Venezolanern so. Das Amazonasgebiet, die Lunge der Welt, wird zerstört. Andere wichtige Umwelt wird zerstört. Der Wald wird die schwarze Frau, die noch vor kurzem eine touristische Attraktion war, wird diskriminiert. Nicht einmal der Samba ist noch gut. Ich denke, dieses Bild, was kreiert wurde, muss zerstört werden, um letztendlich ein Land mit der wahren Vielfalt aufzubauen. Ein Land mit den Gegensätzen, die es hat. Das ist doch auch eine Kraft, die man haben kann. Das hat doch Potenzial. Diese Diskussionen können wir natürlich noch unendlich weiterführen. Im Moment fühlen wir uns machtlos. Aber dass wir uns machtlos fühlen, heißt nicht, dass wir nichts können. Jeder von uns kann etwas beitragen und gemeinsam können wir Widerstand leisten. Muito obrigado. Vielen Dank an unsere beiden Gäste, auch für diese wunderbaren Schlussworte. Ich denke, das war eine sehr tiefgreifende Analyse der aktuellen Situation, die auch nicht versucht, die schwerwiegende Situation zu schmälern, aber trotzdem auch eine Aussicht auf die Zukunft zu geben. Unsere Zeit ist heute hier leider vorbei und ich möchte ganz herzlich allen danken, auch der Heinrich-Böll-Stiftung danken, die dieses Event organisiert hat, die diese Debatte ermöglicht hat. Ich glaube, das war eine wirklich gute Debatte. Auch natürlich vielen Dank an die anderen Stiftungen, die mitorganisiert haben. Und es wird auch noch ein weiteres Treffen geben. Ich möchte aber vor allem auch dem Publikum danken. Ich habe schon häufig moderiert, aber ich habe noch nie ein so konzentriertes Publikum erlebt. Ein Publikum, was so mitgegangen ist, was so emotional dabei war. Und ich möchte natürlich auch den Dolmetschern danken. Unsere beiden Gäste werden noch hier bleiben. Wir werden auch noch die Möglichkeit haben, draußen einen Augenblick zu verbringen. Morgen Nachmittag wird es auch ein weiteres Event geben. Renata wird es moderieren um 3 im Lateinamerika-Institut. Wer dort auch noch teilen möchte und Portugiesisch spricht, kann auch dorthin kommen. Außerdem wird es noch eine weitere Möglichkeit geben, mit Itamar zu sprechen. Und Sandra wird noch ansagen, wie und wo das stattfinden wird. Und das sind die Möglichkeiten, diese Debatte weiterzuführen. Vielen Dank an alle.